Super Mario Galaxy! Wahoo! Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play von Super Mario Galaxy 2. Hier spricht wieder euer Looks-like Link, der sich sehr freut, dass ihr einschaltet. Ich hab's ja damals erzählt, als Super Mario Galaxy beendet wurde, der zweite Teil wird definitiv kommen und heute ist dieser Tag. Nur das Besondere ist dieses Mal, dass ich Super Mario Galaxy 2 kenne, es wird kein Blind-Projekt. Ja, ich glaube, ihr wisst noch damals, ne? Ich hatte ja damals schon, war so ein bisschen die Schmach. Ich kannte Mario Galaxy damals nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt played habe, nicht wahr? Und, oh! Ja, drücke gleichzeitig A und B. Ja, machen wir gleich. Und, oh, Alter, von 2010 ist das Spiel auch schon wieder an die 7 Jahre alt. Ist heftig, oder? Heftig. Nichtsdestotrotz ein schönes Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit Galaxy 2. Woo! Oh! Oh, nur 3 Dateien anstatt 6? Was soll das denn? Nein, okay, noch ein jungfräulicher Spielstand, denn ich spiele dieses Wii-Spiel auf meiner Wii U, wo ja noch keine Speicherdaten vorhanden sind und deswegen können wir richtig schön komplett von vorne anfangen. Und auch ist ein 100% Let's Play angestrebt, ja, mit allen Sternen des Spiels. Eieiei, das wird viel. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Spiel und deswegen denke ich mal auch nur 3 anstatt 6 Dateien. Ich nehme einfach die 1. Oh yeah! Wie die Mucke sich ändert, voll geil. Auf Spieldatei auf diesem Stern erstellen? Na klar. So. Und ich... Oh, guck mal hier. Ah, der Marcel. Nee, ich nehme einfach, glaube ich. Ich nehme einfach Standard Mario. So, dieses Symbol verwenden? Klar, Mann, der ist cool. Wow, Mario, Welt 1, die große Weltraumreise beginnt. Ach Leute, hui, ich kann alles noch ändern, hier Symbol ändern, löschen, alles kein Problem. 0 Sterne und es gibt in diesem Spiel, 242 Sterne und ich müsste eigentlich auch in der Lage sein, halt alle zu bekommen beim ersten Playthrough. So genau weiß ich das nicht mehr, kann sein, dass es sich noch ändern wird, aber wir schauen einfach mal. Oh Gott, und so bevor Mario hier oberkrass schwindelig wird, legen wir einfach mal los. Dies ist eine weitere Geschichte, die mit Sternenstaub beginnt. Alle 100 Jahre geht in einer besonderen Nacht hellglitzernder Sternenstaub über dem friedlichen Pilzkönigreich nieder. Heute ist es wieder soweit. Lieber Mario, wie wäre es mit einem Stück Kuchen, während wir den Sternenhimmel beobachten? Ich warte im Schloss auf dich. Deine Peach. So fangen die besten Storys an. Yeah, und, oh mein Gott, das Sternenfest, das nur ein einziges Mal alle 100 Jahre stattfindet, hatte soeben begonnen. Und alle freuen sich. Tausende schimmernde Sternteile fielen vom Himmel und erfreuen die feiernden Toads. Da freuten die feiernden Toads. Lebt man hier in so einer ersten Welt nochmal durchläuft, wie früher. So. Wie die Toads abgehen, wie sie sich freuen. Oh, ich kann schon schießen, geil. Aber noch passiert nichts. Naja. Lalala. Fröhliches Sternfest, Mann. Juhu. Wir haben nichts zu tun, ey, sonst oder was. So. Gut, hier geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Ich will aber erstmal kurz mal in die Röhre reingucken. Oh, geht nicht. Hier kann ich mir die Röhre rein? Oh, na dann. Hm? Wer bist denn du? Alter, der spricht in PlayStation-Symbol. Was war das denn? Dieser sonderbare kleine Geselle sieht verwirrt aus. Ob er sich verlaufen hat? Oh, wie schön. Mario ist ihm sympathisch. Mario guckt. Oh je, eine behagliche Wärme breitet sich unter Marios Mütze aus, während sich eine ungeahnte, mysteriöse Kraft in seinem Körper verteilt. Oh ja, jetzt können wir nämlich diesen Schwungangriff, genau, den konnte man ja auch erst in Mario Galaxy 1 lernen. Und irgendwie ist doch Mario Galaxy 2 ist an sich
Der ist nicht wirklich ein direkter Nachfolger. Es ist irgendwie einfach eine andere Story, ne? Seufz. Schüttel die Viehfernbedienung, um dich zu drehen. Bam. Das kriegt man alles hier schön schon in dem Abschnitt des Spiels beigebracht. Ist das schön, Mann. So. Wow, Mario, du bist ja cool. Ja. Boah, Mario, ey, die Prinzessin ist im Schloss, ne, wo auch sonst. So. So kann ich eigentlich auch... Yeah. Alles noch hier in 2D. Nein, Leute, das Spiel ist natürlich nicht die ganze Zeit so. Wir müssen erstmal zum Schloss kommen. Was ist das denn? Oh, vielleicht ein Freund des kleinen Gesellen von vorhin? Hallo? Puh, frei, aber wo bin ich denn hier? Hallo, Mario. Die ganze Zeit labern sie uns alle hier an. So, was ist hier los? Oh mein Gott. Die Musik. Was ist das für ein gruseliges Geräusch? Oh nein. Und wir können jetzt... Oh mein Gott, es ist Bowser. Alter, wie alles... Oh mein Gott. Guck ihn euch an. Ein Monster. Warum ist der so groß? Mann. Was sagst du? Wo ist das Schiff, Mann? Was für ein Schiff? Zu spät, Mario. Die Kraft der Sterne gehört jetzt mir, Mann. Und sieh mal, was ich mir noch unter den Nacken gerissen habe. Oh nein. Geil, wa? Ich bin riesengroß. Ja, das können wir sehen. Sogar noch furchterregender aus der Nähe, nicht wahr? Ja, aber nur wegen dem Mundgeruch. Und Peach kann bestimmt was Leckeres für mich backen. Ich bin genau in der Stimmung für einen riesigen Schokokuchen. Alter Bowser, was hast du für eine Motivation, Mann? Euer erbärmlicher Planet ist zu klein für mich. Mein neues Riesen-Ich verlangt nach einem neuen Riesenreich. Das Zentrum des Universums wird der perfekte Ort für meine neue Heimat sein. Viel Spaß damit, deine jeweiligen Pilzen. Und kann einfach wegfliegen. Was ist denn mit, was ist denn mit Bowser los, ey? Wie das schon wieder anfängt. Oh Mann. Ganz toll. Mario! Ein kleiner Toko, was du nicht gemacht? Ruhe bewahren. Seid ihr voll rum? Alter, ey, wollen. Ja, jetzt bin ich riesengroß. Ich hab einfach zu viel gefressen und zugenommen. Wie groß muss der Kuchen sein, ey? Damit Bowsers Hunger gestillt würde. Geht doch gar nicht. So, ich geh gleich mal dahin, wo mich jemand ruft. Erstmal ein bisschen hier umgucken. Ich glaube, hier kommen wir sonst nie wieder her. Das ist ja immer so eine Anfangsstage. Ein bisschen die Steuerung nochmal an die Bühne hier. Oh, ich kann auch auf Bäume klettern, oder? Wow. Na? Komm auf den Bau. Ja, so. Und. Yeah. Ass-Wop. So nice. So. Die Musik. Mario! Wer seid ihr denn, ihr kleinen Typis? Mario, wo kam dieser riesige Unhold nur her? Er hat eine Prinzessin. Er hat deine Prinzessin ins Zentrum des Universums verschleppt. Befreie sie so schnell du kannst. Der kleine Stüppi. Wow, der ehrwürdige Baby-Luma. Hallo, mein Kleiner. Geht es dir gut? Hast du es bequem unter Marios Mütze? Nun, da ist es wohl genauso sicher wie überall anders, aber noch auch sonst auch. Aber es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Mario, wir müssen die Prinzessin retten. Wie ich sehe, erlaubt dir die Macht des besonderen Baby-Luma, die Kraft der Sterne zu nutzen. Und auch wir Luma werden dir helfen, wo wir nur können. Oh, du bist ein wahrer Freund der Luma. Aus Dank, dass du uns geholfen hast, helfen wir dir bei deiner Reise. Oh, okay, das ist ja jetzt aber, das impliziert ja jetzt doch schon von wegen, dass sie ihn aus Teil 1 kennen, ne? So, wir katapultieren dich ins Weltall, damit du dich an die Fersen des Unholds heftest. Ja, so genau so wichtig ist ja eine Story bei Mario sowieso nie. Ne, die Story ist jetzt eher so halb nebensächlich. Komm hierher, schüttel die Wirfelmedienung. Okay. Alter, einfach abgezischt. Und wo werden wir landen? Hochgarten Galaxy! Es geht los! Dino Piranha Juniors Schleudertrauma! Oh nein! So ein Bowser-Unhold hat all unsere wertvollen Powersterne entwendet! Schon wieder! Du wirst den Unhold also finden, wenn du den Powersternen folgst! Halt ihn auf, wir Luma werden dir dabei helfen! Okay, Leute, es geht los. Wir sind richtig im Game. Yeah. Ey, dieser Soundtrack, ne?
ist wieder der Hammer. So, was? Hä? Hallo, mein Freund. Bitte nimm den Hintereingang. Yoshi. Die Tür auf hier. Vor allem, wer hat denn so ein Bild von sich selber an der Haustür? Oh, oh. Komm her, der erste Gegner. Der erste Gegner des Spiels. Ich werde ihn platt machen. Yeah. Ist das der Hintereingang? Glim. Nee, hier ist nur der Lebeneingang. Danke. Du hast einen One-Up-Pilz erhalten. Sehr schön. Naja, ich glaube, davon werden wir mehr als genug kriegen. So. Das ist der Hintereingang oben, sag mal. Hups. Wow. Oh mein Gott. So. Und das ist ja echt so toll hier im Spiel, dass es echt so mit Galaxien ist, dass man hier so über den Kopf rumrennt und so. Richtig cool. Kleiner Tipp. Es gibt verschiedene Wege, um Gegner das Fürchten zu lehren. Soll ich dir zeigen, wie? Nee. Das mache ich schon alleine. Na gut, du schaffst das auch allein. Dann sag ich doch. Und wer bist du denn? Und Kick. Richtig übel. Einfach mal. Entweder springt man rauf oder man wirbelt sie weg. Kennen wir alle schon. Also aus Mario Galaxy 1 natürlich, ne? Ja. So, ich glaube, sogar hier ist der Hintereingang. Oh yeah. Whee. Hier entlang, Mann. Oh, Früchte. Was hier? Bin unterwegs, um Freunden zu helfen. Komm aber bald wieder. Versprochen. Wem hilft denn Yoshi schon wieder? So, was hier entlang? Wo? Verwandle dich mal in einen Stern, dass ich mich wegballern kann. Hey, meine Freunde haben mir von dir erzählt. Hüpf in mich rein, sobald ich mich in einen Sternring verwandelt habe und genieße die Aussicht beim Fliegen. Okay. Voll irgendwo gegengeballert. Schön einsammeln. Mit der Hilfe der Remote, ne, kann ich ja so ein bisschen rumkontrollieren. So, sieh dich vor, Mann. Also vor dem Vieh hier. Kann gar nichts machen. Mir nach. Wow. So. Oh, wow, wow, wow. Wow. So. Ich muss doch nicht den Fahrschuler nehmen, Mann. Ich nehme einfach das hier. Wow. Das will ich schon haben. Und yeah, Sternensplitter. Sternenteilchen, die werden später noch wichtig. So, sieh dich vor, Mann. Hups. Wow. Oh, one up. Nein, ich will das Leben haben. Oh, da ist sogar ein Checkpoint. Cool. Lala. So. Was haben wir hier? Oh. Geil. Alter, wie viel Leben man hier schon kriegt. Hey, nein. Oh, es ist weg. So, und hier war doch auch, oder? Yeah. So. Ach, das Spiel wird toll. Was ist das hier? Hallo? Ach ja! Wow, juhu, du bist Regenbogen Mario! Du bist für kurze Zeit unbesiegbar! Mann, das spielt aber schon richtig krass los, oder? Das finde ich jedenfalls. So. Yeah, oh yeah, 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 yeah. Und wieder weggeportet. Und aus. Sehr schön. Oh Mann, ich muss mir echt erstmal wieder... Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Wie gesagt, trotz all dem ist es halt schon sehr lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Aber man hat gleich wieder gute Laune, ey. Kennt ihr das? Bei Mario spielen, ey, da kriegt man auch sofort wieder gute Laune. Wie die Musik und die schönen Farben. Und die kleinen Typen, die einen an die Hand nehmen. So, hüpf rein und dreh dich. Ist ja nur am Anfang so aufweg. Yeah. So, jetzt hier richtig schön gut. Das ist dieses ganze Prinzip von Mario Galaxy hier mit den ganzen. Ist so geil, mit den ganzen hier Galaxien und den Planeten, wo du überall rumrennen kannst. Na komm schon. Ich will da oben rein. Moment. Nein, Moment, ich bin irgendwie falsch. Moment. So, jetzt aber. Yeah! Und dann ein bisschen Money abgreifen. So. Ganz automatisch zieht mich die Gravitation immer wieder zu sich ran. Wow, was ist denn jetzt los? Boah, wow, okay. So, ich will das Geld haben. Noch ein neuer Checkpoint. Ich weiß gar nicht, gab es Checkpoints auch im ersten Galaxy? Das Display ist ja auch noch wieder eine Weile her, ne? So, die alte Schleimdinger, die machen mich langsam. Oh Mann, ey. Das wird ein schönes, schönes Geschicklichkeitsspiel. Wir haben schon 12 Leben haben von 4. Naja, okay. Wuhu. Willst du mal an? Wow. Hau mal ab. Ba-da-bam. Yeah. Dieses Spiel ist cool. So. Einfach durchgerannt.
Boings. Weiter geht es. Jung. So, noch ein bisschen. Oh, ich überlege gerade, wie das hier echt so storymäßig war. Oh, sehr gut. Da habe ich schön ist. Yeah! So, deine Lebenskraft hat sich auf 6 erhöht. Wenn sie wieder auf 3 sinkt, ist der Bonus dahin. Genau, sonst kann er aufgeladen werden wieder. Ja, ich hoffe, ihr kennt das alles selber noch aus dem Spiel. Oder halt aus meinem ersten Let's Play zu dem ersten Teil. Warte, warum sehen wir überhaupt hin? Daumen jetzt ja weiter, aber. So, dann erstmal Checkpoint, ne? So. Woo! Oh, das ist irgendwie das Geilste immer. Wenn man richtig geile Planeten mitunter einmal umkreisen kann. Und. Bams! Oh shit. Oh mein Gott, der Typ schon wieder. Den kennt man auch aus dem ersten Teil. Oh mein Gott. So, was muss ich nochmal machen bei dem? Oh, einfach die Eierschale bashen. Okay. In die Quietschgeräusche. Wow. Ey, sein Po. Sein Po guckt draußen. Der quietscht. Und. Alter, der Schrei, ey, was ist denn für ein Vieh? Ja, komm. Boah, voll den Arsch. Oh mein Gott, also er ist ein bisschen anders. Er sieht doch ein bisschen anders aus als, wow, der aus dem ersten Teil. Aber ich weiß nicht, wie das war. Ist Mario Galaxy 2 wirklich ein Nachfolger oder echt bloß eine alternative Story halt? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwie war noch was komisch. Soll ich nicht Nachfolger ist es für mich nicht, aber wenn wir alle vielleicht noch sehen. Wenn nicht, ist es halt nicht so wichtig. Es ist Mario. Die Story zählt nicht. Wenn Bowser einen Kuchen haben will oder mit der Prinzessin oder was anderes machen will, ist egal bei diesem Spiel. Es kommt ganz allein auf das Gameplay hier an und das ist wie immer top. Over the top. Notch. So. Wie macht denn der für einen komischen Hinterleib, Mann? Baumelt hier voll rum. Komm jetzt her. Okay, warte. Wie er richtig von mir wegrennt. Kommst du jetzt mal her? Nu. Nee, schießen wir erstmal lieber nicht. Und. Oh, alle Blütenblätter einfach abgebasht. Schon ein bisschen fies, oder? Oh, unser erster Powerstern. Komm her! Yes, Stern erhalten. Wahoo! Na, wie sich mal freut. Sehr schön, Jung. Oh. Yeah. Du hast einen Powerstern erhalten. Dino Piranha Juniors Schleudertrauma. Hochgartengalaxie, fertig. Und Sternteile werden auch addiert. Cool. Und Münzen und unten sieht man sogar eine Rekordzeit oder was. Okay. Alter, wer bist du denn? Hallo, du musst Mario sein. Meine Luma haben mir berichtet, was im Pilzkönigreich vorgefallen ist. Dieser Powerstern gehört uns. Danke fürs Zurückbringen. Schaut zu schade, dass Bowser entwischt ist. Übrigens, mein Name ist Lubba. Kann ich dich einfach Flubber nennen? Ich wache über die Luma hier. Ob du es glaubst oder nicht, du stehst gerade auf einem Raumschiff. Wir Luma haben diese kleinen Planeten in ein Schiff verwandelt, um durch das Weltall zu reisen. Ja, siehst du, was mit unserem Raumschiff passiert ist? Oh, guck mal, wie er versucht, böse zu gucken und dabei nur noch niedlicher aussieht. Dieser Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch die Erschütterung sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Tja, Mario, soweit ich das verstanden habe, hat Bowser also deine Prinzessin entführt? Ja, wie so oft halt, ne? Aber er hat auch vor uns nicht Halt gemacht. Dieser Unhold hat all unsere Powersterne entwendet. Unser Raumschiff benötigt die Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir also fest, Mann. Der ehrwürdige Baby-Luma. Oh, süß! Dieser besondere Luma unter deiner Mütze. Ich hätte ihn nie an einen solchen Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich. Nur seinetwegen kannst du die Sternenkraft verwenden. Und rumwirbeln wie ein Kloppi. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der kostbaren Person in dem Weiten des Universums. Ist es nicht so?
der dir kostbaren Person. Genauso hat auch eine gewisse andere Person im ersten Teil geredet, nicht wahr? Ganz genau, das stimmt. Ganz genau. Schön, was sagt der Schön? Wie wäre es, wenn ich dir ein Raumschiff besorge? Um durch Raum und Zeit zu schippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen, Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden, Mario? Na klar, aber gerne. Ich bin voller Enthusiasmus. Na klar! So. Sehr gut, wir haben eine Abmachung. Alle mal herhören, wir haben einen Plan. Ich möchte, dass ihr gleich alles so raumschiffig wie möglich aussieht. Lubas Crew hat das Raumschiff repariert. Es sieht nun wie Mario aus. Das ist ja geil. Nun, was denkst du? Ein Schiff nach deinem Vorbild. Sieht gut aus, nicht wahr? Oh, wie bitte? Es gefällt dir nicht? Sieh es mal so, wenn es jemals in einem Asteroidensturm verloren gehen sollte, weiß man gleich, wie es gehört. Überzeugendes Argument und noch dazu sehr praktisch, nicht wahr? Na, cool sieht's irgendwie aus, ja. Ich erkenne dich hiermit zum Steuermann dieses Raumschiffes. Ich ernenne dich. Würdest du es weise durch das weite Sternenmeer navigieren? Schön, du kannst nun das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen und den Kurs bestimmen. Es ist deine Entscheidung, schließlich bist du der Steuermann und der Let's Player. Geil. Genau, Leute, das ist so ein bisschen, also, dein Spiel wurde gesaved. Oh, das ist aber nett. Das ist hier so ein bisschen, so die Hub-World, wenn man so möchte. Und das war ja, ich glaube, das war der Punkt, der vielen nicht gefallen hat, dass es keine richtige Overworld mehr gibt, wie halt damals noch in Galaxy 1 mit diesem riesigen Galaxienschiff. Jetzt gibt es ja halt das hier. Ist nicht ganz so riesig, aber auch sehr cool und lustig zu erkunden. Ich guck mal so ein bisschen hier rum, weil ich glaube, viel ist hier noch nicht machbar. Denn das kommt halt alles echt mit der Zeit, wird das Ding hier immer noch mehr geupgradet. Hier schon mit Ohrenschmalz und hast du nicht gesehen. Leute, was macht ihr hier eigentlich, Hallo? Oh, was trödelst du hier rum? Mach schon und hol dir die Powersterne. Ich wollte wieder bloß mal hier, ist doch jetzt mein Schiff oder nicht? Ich wollte erstmal eine Tasse Tee hier trinken. Mann, was ist hier? Wasser? Ist schon im Hinterkopf. Dip. Hier ist irgendwie oder irgendwas. Ja, also viel auf dem Schiff kann man, glaube ich, echt erstmal noch nicht machen. Aber es sieht so toll aus. Yeah, und der dicke. Warum hast du eigentlich als einziger Luma eine Hose an? Oh, vielen Dank. Alter, ich mobbe ihn voll, er bedankt sich. Lecker. Achso, du frisst die? Okay. Und genau das brauchte ich. Oh Gott, okay. So, dann zeig dir mal, wie das hier funktioniert. Oh yeah. Und da zischen sie los. Genau. Das ist also die Galaxienkarte. Zeige einfach mit dem Steuerkreuz, mit dem Mauszeiger, ich meine mit der Faust, auf dein gewünschtes Ziel. Bist du bei der entsprechenden Galaxie angelangt, drücke A, um sie anzusteuern. Dieses Raumschiff fliegt mit der Energie der Powersterne. Mit unserer jetzigen Energiereserven kommen wir, naja, genau bis dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Um noch weiter zu gelangen, müssen wir noch mehr Powersterne besorgen. Los geht's, für deine Prinzessin wie für uns. Du bestimmst den weiteren Kurs, Steuermann. Jo. So, Leute, Welt 1. Genau, das ist halt auch, wie gesagt, es gibt nicht mehr eine richtige Hub-World. Wir wählen jetzt alle Level hier überall aus, über so die Galaxienkarte. Und werden dann auch da so dadurch voranschreiten und sowas alles. Aber mich hat das jetzt persönlich nicht gestört. Wie gesagt, das Gameplay ist trotzdem top und die Welten werden super geil. Ich freue mich drauf. Das soll aber dann erstmal die Pilotfolge gewesen sein für heute. Sternen Yoshi Galaxy ist dann das nächste Mal dran. Und ich hoffe allgemein, dass ihr euch über dieses Let's Play freut. Es ist Zeit, ja. Das muss wirklich auf meinen Kanal verewigt werden. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Super Mario Galaxy 2. Das wird super. Bis dann. Ciao.